Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Albenex und ich begrüße euch zu einem neuen Loot Raider Video. Ja, und wir packen das jetzt mal aus. Ich habe ein bisschen neues Equip und zwar habe ich hier ein kleines Mikrofon. Ich wollte mal ein wenig fortschrittlicher wirken und mal in neuen Kulissen mal aufnehmen. Hier befinden wir uns in meinem Wohnzimmer, deswegen halt es wahrscheinlich auch ein kleines wenig. Ein kleines wenig, ja, ein klein wenig. So, jetzt ist es offen. Dann öffnen wir das. Es raschelt wahrscheinlich tierisch, aber ich mache es trotzdem. So, was haben wir hier? Das ist richtig cool. Das ist ein Marvel Ice Cube Tray. Das finde ich richtig cool. Dann holen wir mal dahinter das Moped hier mal raus. So, was haben wir hier? Hier oben haben wir die Hulkfaust, das Ding, Captain America und Iron Man. Aber das Ding gehört der dazu? Okay, keine Ahnung, aber es sieht so aus. Und ich bin echt gespannt, was sonst noch hier drin ist. So, haben wir hier einen Schlüsselanhänger von Evolve. Kennt ihr es noch? Das war mal so ein Arena-Fight-Spiel. Einer hat das Monster gespielt und andere haben versucht, das Monster zu töten. Und das Monster musste versuchen, auf die höchste Stufe sich, glaube ich, zu entwickeln oder sowas. Gab es auch mal eine Zeit lang auf meinem Kanal, kam echt scheiße an. Hat mir auch nach einer kurzer Zeit echt keinen Spaß mehr gemacht, das Spiel. Und das ist er. Das ist das Zeichen von Evolve. Auf jeden Fall ordentlich schwer, das Ding, muss ich echt sagen. So, da ist schon was in dem T-Shirt eingewickelt. So, hierüber wird sich meine Frau freuen. Meine Frau ist ein riesen Harry Potter-Fan. Und ich glaube, hier drüber wird sie sich richtig, richtig, richtig freuen. Auch ich finde es nur echt schade, dass der Karton komplett kaputt drumherum ist. Also, es sind von allen Häusern die Wappen da drin. Ich kriege es nicht auf, deswegen, sonst würde ich es euch ja zeigen. Ach, hier unten kann man, dann schneide ich das nochmal auf. Nicht, dass ich mich nochmal mit dem blöden Cuttermesser schneide. Das habe ich nämlich heute schon zweimal auf der Arbeit. So, dann haben wir hier Gryffindor. Mein Lieblingshaus. Slytherin. Ravenclaw. Und Hufflepuff. Und die sehen recht gut aus. Fühlen sich sehr wertig an, ey. Das muss ich echt sagen. Sehr, sehr gut. Haben gutes Gewicht. Ist jetzt mit Sicherheit, wie eigentlich jeder Harry Potter Merch, nicht das Billigste. Ein Aufkleber. Straight out of Fox River. Ja, damit haben sie mich jetzt wieder, weil ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was, womit ich jetzt Fox River in Verbindung bringen soll. Und das ist das Geilste. Eine I Am Groot-Tasse mit Baby Groot drauf von Guardians of the Galaxy Volume 2. Und die finde ich richtig geil, weil ich liebe Groot. Groot ist einfach cool. Groot hat einfach mega Kultfaktor. So, jetzt kommen wir auch schon zu dem T-Shirt, was ihr natürlich wieder als erstes sehen dürft. Ja, was haben wir hier? Gamers don't die, they respawn. Ja, so ist es. Gamer sterben nicht, sie respawnen. So, gucken wir mal. Das ist natürlich, ich habe es wahrscheinlich vergessen zu sagen, der April-Loot. Wieder ohne Thema. Das letzte Mal war ja Nintendo, aber diesmal ist es wieder ohne Thema.
Und zwar haben wir bei den Deckeln, hätte es gegeben, Attack of Titan. Weiß ich nicht, womit ich den jetzt in Verbindung bringen soll. Welcher Film das sein soll. Dann haben wir Harry Potter, so wie wir es haben. Oder die PlayStation. Da oben. Aber ich bin mit den Harry Potter-Dingern mehr als zufrieden. So, was steht denn dazu? Coasters Pack. Zeitlos und trotzdem immer aktuell. Harry Potter, die Untersetzer zollen von 4 Häusern Tribut. Ebenso zeitlos und ebenso aktuell die 4 PlayStation-Symbole. Brandaktuell hingegen die 4 Motive zu Attack of Titan. Habe ich noch nichts von gehört. Wird wahrscheinlich auch wieder komplett an mir irgendwie vorbeigehen, wie die meisten Filme. So. Fox River. Ja, jetzt klingelt's. Natürlich. Das ist der Knast aus Prison Break. Absolutes Insider-Produkt. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, Insider. Ich habe bewiesen, ich bin Outsider. Also geht's weiter. So, Ice Cube Tray. Marvel-Fans kommen dieses Mal doppelt auf die Kosten. Auf die Kosten? Klingt falsch, aber wird wahrscheinlich richtig sein. Mit dieser Eiswürfelform könnt ihr Eiswürfel mit Motiven von beliebten Marvel-Helden machen. Ja, das werde ich tun. Der Sommer steht ja bevor. So, dann haben wir T-Shirt. Gamer-Shirt im Retro-Design. Zeitlos gut. Ich finde es ehrlich gut. Hier ist es zwar etwas dunkler. Ja, fokussiert? Ja, fokussiert. So, aber das hellere Grau gefällt mir viel, viel besser. So, Schlüsselanhänger. Edle Schlüsselanhänger mit einem von 4 Motiven. Assassin's Creed, neues Logo. Evolve, Super Mario oder The Order. Ich muss echt sagen, mir hätte der Super Mario gefallen. Ja, der Super Mario hätte mir gefallen. Hier, da sieht man ihn. Na, sieht man es? Ja, da jetzt. Okay. So, Tassen. Die Tassen kommen... Hä? Die Tasse kommt mit einem von 4 Motiven aus Guardians of the Galaxy. Zweimal mit einem eurer Lieblingshelden, zweimal mit allgemeinem Motiv zu beliebigen Comicfilm. Comic und Film meine ich. So, finde ich, habe ich eigentlich die geilste. Weil die mit Gru ist einfach am coolsten. Es gäbe eine mit Rocket, dann einmal mit Volume 2 und einmal mit... Ah, da wo die ganzen Namen draufstehen und dem Logo. Mir gefällt meine jetzt am besten. Also muss ich echt sagen. Die gefällt mir schon richtig gut. Und ja, was mir jetzt aber gerade aufgefallen ist, es stehen keine Preise mehr da. Letztes Mal hatten wir nochmal Preise da stehen. Diesmal ist gar nichts mehr da. Oder standen die letzten Male auch keine Preise? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, dabei gilt wieder nur zu sagen, wenn ihr auch so Loot haben wollt, schaut bei Loot Raider vorbei. Das ist natürlich auch kein Product Placement oder sonstiges, weil ich bekomme hierfür gar nichts und ich habe das auch selber bezahlt. Deswegen kein Product Placement, weil ich lese immer wieder ganz gerne. Ich bekomme Nachrichten auf YouTube. Warum ich denn so viel Product Placement in meiner Größe machen würde. Ich mache gar kein Product Placement. Das jetzt mal dazu. Alles, was ich zeige, habe ich mir selber gekauft, bezahlt und habe das vielleicht zugesendet bekommen, aber nicht unter der Voraussetzung, zum Beispiel, dass ich ein Video dazu mache oder sowas, weil man es mir einfach zum Beispiel geschenkt hat. Oder so wie es jetzt demnächst sein wird, ich habe das hier schon liegen, haben die Leute von Games mir die Elgato Stream Deck zugeschickt, weil ich dort an einem Gewinnspiel teilgenommen habe und gewonnen habe, und zwar als Testblogger für das Elgato Stream Deck. Nur da muss ich noch ein paar Kleinigkeiten klären, weil ich nämlich nicht weiß, wie da die rechtliche Grundlage ist. Ob ich das erwähnen muss, ob ich das sagen muss. Ich bekomme da nun mal kein Geld für oder so. Und eigentlich... Irgendwie passt der Karton nicht mehr zusammen.
Ich bekomme da kein Geld für oder sonstiges. Nur, ich habe es ja bekommen. Umsonst. Damit ich was darüber sage und schreibe. Und da weiß ich nicht, wie die rechtliche Grundlage ist, weil im Moment ist es ja schwierig mit diesen Media-Anstalten-Shit. Darf ich das überhaupt sagen? Weiß ich nicht. Ich sag's. Deswegen ist man da im Moment ein bisschen vorsichtiger, besonders wenn man kleiner ist, weil da sitzt das Geld nochmal ein wenig geringer, weil ich keine Einnahmen mit YouTube großartig habe. Und deswegen muss ich mich da ein wenig zurückhalten und ein wenig vorsichtiger meine Schritte planen. Also von daher, wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag mal, wenn euch das mal hier in dieser Location gefallen hat, schreibt mal einen Kommentar dazu, wie es euch gefallen hat. Und mich würde einfach mal ein bisschen Feedback freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.